und herzlich willkommen zum heutigen Thinktecture Webinar. Ich bin Marco, euer Host, und bei mir habe ich heute den Christian. Hallo Christian. Hi Marco, hallo liebe Leute da draußen. Wir wollen heute sprechen über Single-Page-Applications mit Blazor, dem neuen Framework von Microsoft, das vielleicht so ein bisschen mit dem Versprechen angetreten ist, alles ein bisschen anders zu machen und möglicherweise viel von bestehendem C-Sharp, .NET-Wissen im Allgemeinen rüber zu retten in die moderne Webwelt, weil ihr kennt es ja, ihr braucht für iPads, Android-Phones irgendwie zunehmend Web-Anwendungen und dann ist immer die Frage, wie programmiert man die? Und darüber wollen wir heute reden und deswegen ist es genau richtig, Christian, dass wir dich hier dabei haben. Bevor wir aber einsteigen, schreibt gerne mal in den Chat, von wo aus ihr uns zugeschaltet seid, ob alles klappt. Ich hatte so ein bisschen am Anfang Probleme mit meinem Laptop, es hat ein bisschen geruckelt, ja, wir waren so leicht schon in Vorabpanik, hat sich aber alles wieder eingefangen. Also ganz ehrlich, also warst nur du in Panik. Ja. Eigentlich warst nur du. Und während sich meine Panik ein bisschen widerlegt und Christian, du vielleicht schon alles vorbereitest, würde ich ganz kurz für alle die, die noch nicht dabei waren, mal kurz durch die Geschichte hier führen, was ihr in der ganzen Oberfläche tun könnt, während ihr uns zuschaut, damit euch nicht langweilig wird. Grüße auf jeden Fall nach Mittelfranken, Braunschweig, nach Cottbus, Bielefeld, hey, das gibt's wirklich, Offenbach, Hamburg, sehr schön, freut mich. Also, ihr findet oben einen Q&A-Tab, da könnt ihr eure Fragen reinschreiben, die ihr während des Webinar läuft möglicherweise habt. Warum da rein und nicht in den Chat? Das hat den Vorteil, dass ihr voten könnt und dann sehen die anderen Zuschauer auch, welche Frage euch unter den Nägeln brennt und wir haben am Ende die Chance, jetzt keinen 4-Stunden-Marathon draus zu machen, sondern nur auf die Fragen einzugehen, die wirklich wichtig wären. Und die häufigste Frage möchte ich gleich vorab beantworten, können wir uns die dann nämlich gleich sparen, wird das hier alles aufgezeichnet? Die Antwort ist ja, ihr müsst nichts mitschreiben, ihr müsst nicht das Phone vor dem Monitor halten und wie wild irgendwelche Screenshots machen, sondern ihr findet es im Nachgang unter Webinare auf unserer Website und ihr bekommt auch eine E-Mail, da ist dann auch nochmal alles verlinkt. Und das ist natürlich auch der perfekte Ort auf unserer Website, um mal zu gucken, was gab es denn da bisher noch so im Thema Blazor oder ihr habt andere Themen, die euch interessieren, könnt ihr reinschauen und ihr seht, was wir für die nächste Zeit vorbereiten und könnt euch dafür anmelden, wenn euch das interessiert. Und wenn das Webinar vorbei ist, leiten wir euch auf eine kurze Umfrage. Da könnt ihr uns bewerten, wie es euch gefallen hat und vor allen Dingen könnt ihr reinschreiben für die Zukunft, welche Themen wünscht ihr euch noch, wo möchtet ihr gerne, dass der Christian beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen intensiver drauf eingeht. Soll er mehr live coden, soll er ein bisschen debuggen, soll er eine komplette WPF-Anwendung in 45 Minuten auf Web umstellen? Challenge accepted. Auf was für blöde Ideen kommst du eigentlich heute? Dann ist das genau die richtige Stelle. Und falls ihr früher raus müsst und sagt, ich will dem Christian jetzt sowas schreiben, dann geht auch das. Ihr müsst einfach nur oben auf diese kleinen drei Punkte drücken, Exit Webinar auswählen. Manchmal ist ja der nächste Folgetermin bei euch im Kalender schon sehr, sehr nah. Dann kommt ihr also auch, bevor wir das hier offiziell beendet haben, dahin. Denn durch den optionalen Q&A-Teil kann es immer sein, dass wir ein paar Minuten überziehen. Da geben wir uns nichts zu Tommy Gottschalk. Das funktioniert bei uns auch. Wenn ihr Fragen habt, die hier nicht in den Chat passen, dann haben wir auch dafür etwas. Denn normalerweise würde ja der Christian liebend gerne auf der Bühne stehen auf einer Konferenz und würde einen Vortrag halten. Und was danach ja oft passiert ist, dass Leute auf ihn zukommen, dann in der Pause und sagen, ich hätte mal eine Frage, können wir uns mal ein bisschen abseits stellen. Ich bin von XY und ich habe hier den Code, magst mal drauf gucken, darf aber keiner sehen. Und damit ihr sowas auch machen könnt, haben wir unsere Expert One-on-Ones. Da könnt ihr einen Termin mit dem Christian ausmachen, kriegt auch ein NDA, wenn ihr möchtet, und könnt unter Ausschluss der Öffentlichkeit sozusagen alle möglichen Fragen mit ihm besprechen. Habt ihr 20 Minuten Zeit und könnt mit ihm ein bisschen mal ins Detail gehen und schauen, ob sich vielleicht die eine oder andere Frage ganz, ganz schnell irgendwie auch lösen lässt. Genau, das ist das, was ihr dazu wissen müsst und das ist auch der Teil, wo mein Laptop ganz offensichtlich heute dann doch noch gute Laune bekommen hat und das Bild hoffentlich nicht gestockt hat und damit würde ich auch direkt an Christian übergeben und sage viel Spaß beim Blazor Deep Dive hier.
Ja, vielen Dank. Da ist mein Bildschirm, sehr schön, auf den habe ich gewartet. Also nochmal vielen Dank für die warmen Worte, Marco, für die Einführung. Thomas Gottschalk, da weiß nicht, ob unsere Audience so alt ist wie wir oder ob es da nicht viele jüngere Das hat der engagiert. Matthias auch gerade schon im Chat gefragt. Ja, genau. Deswegen weiß ich nicht so genau, ob das wirklich so ist. Ansonsten Webinar-Ideen. Ja, klar, ich würde mir gerne ein Webinar zu C64 Assembler-Programmierung machen, aber da müssen wir noch ein bisschen warten, bis ich mich da dazu überredet habe. Okay, also in medias res, einen wunderschönen guten Morgen noch, einen wunderschönen guten Vormittag aus Unterfranken. Hab gesehen, viele, viele Leute aus ja, der ganzen Nation, aber auch aus Deutschland und auch aus Österreich. Freue ich mich sehr. Heute soll es gehen um Blazor, und zwar Blazor WebAssembly. Also wir werden nicht Blazor Server machen. Da hatten wir mal ein Seminar vom oder ein Webinar vom Kollegen Sebastian Günther. Der hat es mal ein bisschen genauer auseinandergenommen. Aber da wir uns immer sehr stark mit unseren Kundenprojekten auf Single-Page-Application-Architekturen, vor allem Web, Mobile, Desktop und für Offline-Szenarien fokussieren, haben wir uns halt sehr, sehr stark oder eigentlich ausschließlich auf Blazor WebAssembly konzentriert und fokussiert. In der nächsten Stunde möchte ich so einen kleinen Rundflug geben, was es ist, was es nicht ist, wie es funktioniert und wie man ja so die typischen Single-Page-Application Use Cases abbilden kann. Also dazu gehören natürlich Komponenten, dazu gehören Formulare, dazu gehört Security, also Authentifizierung, dazu gehört vielleicht auch sowas wie Push- und Real-Time-Kommunikation. Ich möchte einfach so ein bisschen eine Mischung aus, ja, Philosophie, Strategie, Architektur, Ideengebung, aber eben auch Code und Live-Demos euch darbieten, damit ihr dann vielleicht am Ende von der guten Stunde, ja, jetzt bin ich schon bei der guten Stunde angelangt, dass wir dann am Ende von der Stunde oder dass ihr vor allem ein Bild habt, was jetzt so der aktuelle Stand der Dinge ist von Blazor WebAssembly, wie man Single-Page-Applications mit C-Sharp und .NET bauen kann, und zwar .NET in der aktuellen Version 5. Ich werde bestimmt das eine oder andere Mal nochmal auf .NET 6 zu sprechen kommen, weil wir ja jetzt jährlich neue große Releases haben von .NET, also immer im November. Das heißt, das nächste dann im November 2021 mit .NET 6. Aber ja, die Informationen, die ich hier euch zeige und vermittle, die fokussieren sich auf .NET 5. Warum mache ich das Ganze eigentlich? Normalerweise machen wir bei ThinkTecture ja zwar Single-Page-Application-Architekturen und das alles immer end-to-end, also wirklich mit Backend-APIs. Und im Backend waren wir schon immer .NET, ja. .NET, .NET Core, jetzt heißt er wieder .NET. Wir machen sehr viel mit der Cloud-Native-Philosophie und dem Ansatz, ob das dann on-premises ist oder ob es dann auch wirklich in der Public Cloud wie Azure ist. Aber wir haben immer diesen End-to-End-Aspekt. Und im Frontend haben wir halt sehr, sehr stark oder fast ausschließlich eigentlich eben nicht C-Sharp gemacht, sondern JavaScript und TypeScript und sind da ja sehr, sehr umtriebig, wenn es um Angular geht. Ich persönlich habe schon immer irgendwo immer so ein bisschen rübergeschielt, ob wir nicht doch mal sowas wie Full Stack C-Sharp und Full Stack .NET machen können. Deswegen wäre es eigentlich ganz nett, wenn wir irgendwann mal eine richtig coole Technologie mit einem richtig coolen Tooling, mit einem richtig coolen Setup hätten, wo man dann sagt, ja, okay, jetzt schreibt man C-Sharp fürs Backend, wir schreiben C-Sharp fürs Frontend, wir können vielleicht sowas wie Data Transfer Objects teilen, wir können vielleicht sowas wie einen gewissen Satz und einen gewissen Teil an Validierungslogik uns scheren, um dann eben vielleicht auch ein bisschen produktiver zu werden. Deswegen habe ich mir vor über 3,5 Jahren das erste Mal Blazor angeschaut, habe das dann die ganze Zeit immer weiter verfolgt und begleitet, habe auch sehr gute Kontakte zu dem Lead-Architekt in Redmond und zu dem ganzen Team, um dann auch immer wieder diese strategischen Aspekte mit zu, ja, beobachten, möchte ich es mal formulieren. Das heißt, für uns ist es natürlich ein wichtiges Technologiefeld, das man beobachten muss, wo man dann auch immer wieder schauen muss, ja, passt das? Wie entwickelt sich das? Könnte das was für unsere Kunden sein? Machen aber natürlich parallel ja, als Haupttechnologie im Frontend,
aktuell noch immer sehr, sehr, sehr viel Angular. Also in Real-World-Projekten viel mehr Angular, als dass wir dann aktuell Blazor WebAssembly machen. Jetzt wäre es eigentlich mal ganz nett zu wissen, warum ihr hier seid. Also so eine kleine Umfrage. Wollt ihr einfach Blazor nur mal kennenlernen, ja, so reinschnuppern? Habt ihr schon einen Prototyp gebaut oder wollt einen Prototyp bauen? Ja, und habt ihr schon genau vor Augen? Oder habt ihr schon ein konkretes Projekt mit Blazor vor der Brust, wo ihr sagt, so, und jetzt dann aber vielleicht mal auch eine dritte Meinung von ThinkTecture beziehungsweise von meiner Wenigkeit mal sich einzuholen? Deswegen würde ich euch bitten, einfach mal hier dieses Poll, diese Umfrage mal auszufüllen. Und ich gucke da mal rein. Blazor kennenlernen ist, ja, knapp 40%, ja, verliert ja, gerade ein bisschen. Ne? Genau, also es ist ein Drittel, Marco, eigentlich. Ne? Ja, stimmt, jetzt hat sich's gerade so ein bisschen auf genau, also sowohl einfach mal kennenlernen, als auch ein POC bauen, als auch schon ein konkretes Projekt. Ja, das wird sogar, hat sogar aktuell ein bisschen mehr die Überhand mit dem konkreten Projekt. Das passt aber auch eigentlich in unsere Beobachtung, Marco, weil es natürlich jetzt schon seit, ja, ich sag mal seit 16 Monaten oder 15 Monaten auf dem Markt ist, Blazor WebAssembly in Version 1.0 und viele ja erst mal gewartet haben, wie sich es so weiterentwickelt. Deswegen passt es eigentlich vom Ergebnis, vom Poll-Ergebnis. Okay. Gut, vielen Dank schon mal für diese Info. Das Problem, dem wir uns gegenüberstehen, ist ja genau das, was der Marco in der Intro schon angedeutet hat. Wir haben immer mehr User, die wollen Cross-Plattform, die wollen Web, vor allem die junge Generation, denkt an unsere Kinder. Ja, die wollen Mobile, die wollen Phones, die wollen Tablets und wollen natürlich keine Installation mehr haben. Das heißt also, das geht irgendwie sowieso alles in Richtung Web. Für viele ist auch Offline sehr, sehr wichtig, auch wenn das in unseren Kundenworkshops und den Kundenprojekten zu Beginn sehr, sehr oft ein bisschen runtergeredet wird oder gar nicht beachtet wird, aber sehr, sehr oft kommt dann eben dann das Thema Offline und Offline First doch auf den Tisch. Wir Entwickler denken, naja, wenn diese User das alles haben wollen, dann ist Web wahrscheinlich eine der potentesten Plattformen, die wir haben. Natürlich kann man wieder alles native machen mit allen Vor- und Nachteilen. Wir haben uns halt dafür entschieden, sozusagen Web First, also alles, was man mit dem Web, mit dem Browser machen kann, macht man und erst wenn es dann nicht mehr geht, dann guckt man, wie man das sozusagen nativ auffüllt beziehungsweise nativ untermauert. Deswegen auch diese ganze Idee und dieser Glaube an PWA, also an Progressive Web Apps, dass die Browser-Plattformen selber die jeweiligen Engines, also in Chrome, in Edge, in Safari, in Firefox sozusagen die neuen Betriebssysteme werden können. Und wenn man Web-Anwendungen baut, naja, dann muss man sich überlegen, macht man das Ganze Server-Side rendered oder macht man das Ganze sozusagen als Smart-Client auf der Client-Seite. Und das wäre dann eben die Idee von SPAs, also von Single-Page-Applications, wo ja die Anwendung runtergeladen wird in den Browser von einem Server und dann dort zumindest mal im Speicher lebt und zur Laufzeit sich so verhält wie ein Smart Client. Die ganze Zeit haben wir, wie auch schon erwähnt, uns ein bisschen aufteilen müssen. Ja, Backend haben wir gesagt, oh komm, .NET, super, rockt, C-Sharp, Visual Studio, Frontend, war ja nicht so mit .NET, ja, da gab es ja mal was, aber das hat nicht so wirklich funktioniert. Das heißt, wir mussten immer so eine gewisse Sollbruchstelle einbauen, sowohl in der Architektur als auch auf dem Know-how-Level und im Skillset. Das heißt, .NET, C-Sharp hier, C-Sharp vorne gab es eben, deswegen JavaScript und TypeScript. Aber, und auch das hat der Marco schon vorweggenommen, was ist denn mit der ganzen existierenden Expertise aus dem .NET-Umfeld? Was ist denn mit der ganzen existierenden Codebase aus dem .NET-Umfeld? Ich will jetzt nicht von WPF-Anwendungen sprechen oder nicht nur ausschließlich, sondern da gibt es immer noch ganz, ganz viele Kunden, die noch immer sehr, sehr stark verfangen sind in Windows Forms und dann natürlich in WPF. Teilweise haben das dann mit der Windows 8 Thematik mitgemacht und wir haben natürlich noch die Backend Thematiken. Das heißt, die
die Idee und der Wunsch ist natürlich schon da, dass man sagt, okay, ich hätte gern eine einzige Technologie von vorne bis hinten. JavaScript ist es wahrscheinlich nicht. Und ansonsten wird man als .NET-Entwickler ja sich nicht mit diesem hehren Wunsch und diesem hehren Gedanken auseinandersetzen, eben C# überall zu haben. Und da ist dann halt sozusagen die Idee, kann uns Blazor dabei wirklich helfen und kann uns Blazor WebAssembly hierbei konkret helfen? Ich möchte mal starten mit einfach einem File New Project. Ich befinde mich hier auf einem Macintosh, also auf einer Apple macOS Installation. Hier seht ihr die Screenshots aus dem Visual Studio 2019 unter Windows. Ich werde jetzt einfach mal rübergehen und werde mal versuchen, ein neues Projekt hier anzulegen. Das ist eine Blazor WebAssembly App. Das ist hier Visual Studio for Mac. Wir sagen mal .NET 5. Ich habe mir auch schon einen Projektnamen vorher ausgedacht. Wir sagen keine Security, weil das jetzt gerade eben nicht so wichtig ist. Im eigentlichen Projekt ist es natürlich sehr, sehr wichtig. Wir sagen ASP.NET Core Hosted. Das heißt, es wird immer einen Serverteil geben, der unsere Blazor WebAssembly-Anwendung ausliefert. Und wir machen jetzt mal keine PWA, sondern wir machen eine stinknormale SPA. Okay, wir nennen das einfach mal Blazor WASM Hosted Webinar und erzeugen das Projekt. Jetzt lädt Visual Studio. Wir sehen hier oben in der obersten, in dieser Menüleiste, in der Fenster-Titelleiste, so heißt das Wort, dass NuGet-Packages restored werden. Genau, in der Zeit können wir uns mal angucken. Wir haben also hier ein Client-Projekt, wir haben ein Server-Projekt und wir haben ein sogenanntes Shared-Projekt. Das Client-Projekt ist jetzt quasi unsere Blazor WebAssembly-Anwendung, also die wird daraus dann kompiliert. Das Server-Projekt ist ein ganz normales ASP.NET Core 5 Web-API-Projekt. Also wir sehen hier so einen Controller beispielsweise, ja, mit Beispiel Weather Forecast. Wir haben hier einen Weather Forecast drinnen, den wir zurückgeben. Und dieser Weather Forecast, der ist jetzt in einer DLL, also in so einer Shared DLL. Und diese Shared DLL wird sowohl im Client-Projekt verwendet, hier, als auch im, Entschuldigung, das war das Serverprojekt, als auch hier im Clientprojekt. Das heißt, hier haben wir schon so eine Art einfache, leichte, simple Wiederverwendung von Code, in dem Fall halt solche Data Transfer Object Klassen. Okay, wie schaut jetzt der Client eigentlich aus? Nun, Blazor WebAssembly ist im Endeffekt eine Mischung aus .NET Code, das heißt, wir haben eine Program.cs, da haben wir einen entsprechenden Host-Builder und auf dem Host-Builder haben wir dann auch eine Service-Collection. Das heißt, das Programmiermodell ist sehr, sehr, sehr vertraut und sehr, sehr, sehr ähnlich zu dem, was man beispielsweise von der Serverseite her schon kennt. Ja, das heißt, wir haben hier diesen .NET Bootstrapper und haben dann natürlich aber unsere Index-HTML. Und diese Index-HTML ist ganz normale Standard-HTML. Wir haben hier nur einmal einen Verweis auf die Blazor Runtime. Wir haben ansonsten, naja, CSS, wie man es halt so kennt. Ja, in dem Fall ist es dieses Hello World, verwendet das Twitter Bootstrap noch immer. Und ansonsten ist eigentlich alles Standard Schema F HTML. Was jetzt anders ist, ist die Anwendung selber, die sogenannten Seiten oder die sogenannten Components, die werden jetzt als Razor Components gebaut. Ja. Angefangen hier unten mit der sogenannten App.Razor. Das ist quasi der Ankerpunkt. Und über die App.Razor, wo jetzt hier in dem Fall ein Router definiert wird, können wir dann unterschiedliche Teilseiten oder Subkomponenten dann einblenden, ausblenden, dahin navigieren oder eben wieder weg navigieren. Wenn wir das mal versuchen, in den Browser zu schicken, Start without debugging. Dann wird jetzt hier kompiliert. Das heißt, es ist eine ganz normale .NET-Anwendung, ganz normales .NET-Projekt. Bin auch hier im Debug-Modus. Ihr seht, unten wird ja gebaut und wir haben unseren Debug-Output. Das dauert jetzt ein paar Sekunden. So, jetzt ist er fertig. Jetzt startet er diesen Server-Host, der den Client ausliefert und ich ziehe es mal rüber hier. Hier haben wir jetzt unsere
Ja, unsere Hello World-Anwendung. Okay? Da fehlen noch ein paar Icons, da müssen wir mal gucken. Das ist nämlich so ein typisches Verhalten schon von Blazor. Da müssen wir nämlich den Cache mal löschen. Das ist aber eigentlich eine gute Demo. Wir sagen hier Clear Site Data. Versuchen das mal komplett neu zu laden. Und zack, da ist jetzt alles richtig angekommen. Zur Erklärung: Diese Blazor-Anwendung wird natürlich vom Server in den Client geladen und hier wird extensives Caching betrieben. Und zwar nicht nur auf der Browser-Ebene, wie man es kennt, sondern eben auch die Artefakte der Blazor-Anwendung werden nochmal in einem eigenen Cache abgelegt. Deswegen ist es manchmal, vor allem während der Entwicklung, vielleicht notwendig, dass man den Cache-Store löscht, beziehungsweise einfach nochmal refresh und reloadet. So, und jetzt sehen wir, wenn ihr mal hier oben guckt in diese URL-Bar, das ist jetzt wirklich eine SPA. Da passiert nichts auf dem Netzwerk, außer, lasst mich da mal hingehen, ich mache das mal größer, mache das mal sauber, mache das mal sauber. So, als wenn wir hier hin und her springen, seht ihr, passiert nichts, es ist alles im Client. Erst wenn ich hier drauf gehe, weil hier hinter dieser Page dann ein Call gegen unseren API-Controller geht und der holt dann halt die Daten. Also so eine klassische SPA-Architektur, wo ich eine clientseitige HTML-Anwendung habe und serverseitig gegen ein API gehe. Und wenn wir jetzt mal uns die Sourcen angucken, ich mache das noch ein bisschen größer hier, dass ihr das noch ein bisschen besser seht, dann werdet ihr jetzt gleich mal sehen, dass wir hier eigentlich nur dieses HTML-File haben. Wir haben das CSS, was halt Bundi-Bundi macht. Wir haben Framework, das sind wirklich nur zwei JavaScript-Files, da komme ich gleich nochmal drauf. Das ist aber nicht unsere, sondern das ist das vom Framework, also vom Blazor WebAssembly Framework. Und der Rest ist einfach WebAssembly. Ja. Also hier seht ihr das komplett kompilierte WebAssembly, interessiert uns natürlich jetzt an der Stelle nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier kein JavaScript an Bord, wir haben kein JavaScript geschrieben. Was aber notwendigerweise nicht unbedingt bedeuten muss, dass wir niemals mehr JavaScript schreiben müssen, dürfen, wollen, sollen, können, dürfen, müssen, sondern in einer echten Anwendung werden wir da wahrscheinlich nicht dran vorbeikommen. Das ist also der erste Eindruck einmal. Eine Mischung aus Web und .NET. Und wir gucken jetzt einfach mal im Detail ein bisschen genauer rein, was alles möglich ist, beziehungsweise was vielleicht auch nicht möglich ist. Also was ist Blazor nicht? Blazor ist auf jeden Fall nicht dieser Wizard, wo du sagst, Visual Studio File, New Project, Convert WPF to Web oder Convert Windows Forms to Web. Das ist es auf keinen Fall. Das wird es auch nicht geben, zumindest mal nicht von Microsoft, weil da eine ganz andere Philosophie dahinter steht. Ich sage es euch jetzt hier an der Stelle vielleicht noch einmal explizit. Wir machen so viele Workshops mit Kunden und immer in ja, seit den letzten 1,5 Jahren ist eigentlich immer am Anfang die Diskussion, soll man Angular machen oder soll man Blazor WebAssembly machen? Und das Interessante ist, der Inhalt dieser Workshop-Diskussion und das, was dann zum Ergebnis beiträgt, ist meistens nicht wirklich die Frontend-Technologie, die das entscheidet, sondern die komplett andere Denkweise, wenn man aus einer Windows- und Desktop-Only-Welt kommt. Nämlich diese verteilte Architektur, dieses End-to-End-Denken, dieses Online-Offline-Verbindungsabbrüche, Security, und so weiter und so fort. Also diese Single-Page-Application-Welt ist halt einfach signifikant different zu dem, was man aus der Windows-Welt kennt. Deswegen ist tatsächlich je nachdem, was natürlich in dem Projekt für ein Know-how-Set da ist, wie das Team-Staffing ausschaut, wie vielleicht auch der politische und der finanzielle Support von oben oder von der Seite ausschaut, ist dann die Frontend-Technologie nicht immer unbedingt das Zünglein an der Waage. Was es auch nicht ist, ist die nächste Inkarnation von Silverlight. Warum sage ich das? Weil Silverlight damals hochproprietär war. Es war ja basierend auf so einem proprietären Plugin-System für die jeweiligen Browser. Wir sind hier wirklich auf Basis-Standard-Technologien unterwegs. Also WebAssembly ist einer von, ja, eigentlich allen, sehen wir anderen auch gleich nochmal anhand einer schönen Grafik, von allen großen und auch allen kleinen unterstützten Standards für die Browser, Plattform, Desktop oder Mobile. Blazor WebAssembly ist auch kein JavaScript-Killer. Es ist einfach nur eine andere Möglichkeit, um
Code zu schreiben und jetzt in dem Fall halt auch, um Single-Page-Applications zu schreiben. In manchen Szenarien werdet ihr ohne JavaScript auskommen können, in anderen, Klammer auf, in sehr vielen, die wir gesehen haben in den letzten 1,5 Jahren bei unseren Kunden, Klammer zu, werdet ihr ohne JavaScript dann auch nicht auskommen. Was ist es jetzt also? Naja, zum einen ist es mal eine Familie von Webtechnologien. Ich hatte am Anfang schon Blazor Server genannt. Blazor Server ist wirklich, es läuft komplett auf dem Server. Jeglicher Code von uns läuft auf dem Server. Auf dem Client läuft eigentlich gar nichts von uns. Nur eine kleine JavaScript-Stub-Implementierung vom Blazor Framework und über eine WebSocket-Verbindung, das ist jetzt sehr, sehr vereinfacht alles ausgedrückt, über eine WebSocket-Verbindung wird über SignalR werden Daten hin und her geschickt, und zwar to sure. Das heißt, ich muss da ständig eine Verbindung offen haben. Wenn ihr so wollt, ist es sowas wie X11 für Softwareentwickler. Und wir hatten halt schon etliche Architektur- und interne Deep-Dive-Diskussionen und haben Blazor Server für uns als Technologieberatungsfirma eigentlich ausgeklammert und konzentrieren uns eben auf hier diesen linken Block, nämlich Blazor WebAssembly, was ja dann als SPA im Browser läuft. Unten drunter haben beide, nämlich WebAssembly und Server, die Basis Razor Components. Das heißt, wir bauen unsere Seiten und unsere Komponenten als sogenannte Razor Components in Razor Files und können im Client .NET 5 und .NET Standard verwenden. Auf dem Server könntest du .NET Full Framework sogar noch verwenden. Auf dem Client ist es heutzutage in .NET 5 auch immer noch die monobasierte Runtime. Auf dem Server ist es die .NET CLR. Das soll homogenisiert und vereinheitlicht werden mit dem Release von .NET 6. Also das heißt, Blazor WebAssembly ist ein SPA-Framework. Wir müssen alles wissen zum Web, alles wissen zur verteilten Anwendung, alles wissen zur SPA. Wir müssen HTML können. Wir müssen natürlich CSS können. Wir müssen wissen, was das Document Object Model ist und wie es funktioniert und welche Hürden man da vielleicht auch mal nehmen muss. JavaScript für die Interaktion mit bestimmten DOM-Features beziehungsweise Browser-Features beziehungsweise Third-Party-Bibliotheken, die ihr vielleicht selber schon im Haus habt, die ihr vielleicht von Partnern oder wieder von euren Third-Party-Vendoren auferlegt bekommt. Dafür brauchst du einfach Integration mit und über JavaScript. Ja, das heißt, das ändert erst einmal nichts im Vergleich zu Angular, React, Vue und wie sie alle heißen. Aber auf der anderen Seite kann ich halt wirklich Full-Stack C-Sharp schreiben. Und das ist halt dann, wo ich dann immer so ein bisschen den Gänsehaut-Faktor bei mir spüre, wo man dann halt in Visual Studio einfach mit IntelliSense auf dem Client oder auf dem Server halt einfach den gleichen Code verwendet, wenn es Sinn macht. Und das ist natürlich eine sehr, sehr nette Geschichte. Gut, das heißt, dann schauen wir uns doch einfach mal an, wie das jetzt im Detail ausschaut. Also, was ist jetzt WebAssembly? Wie funktioniert das mit .NET und wie ist das jetzt mit Razor Components? Also, wir haben immer die WebAssembly Runtime im Browser. Die bringt der Browser auf jeden Fall immer mit. Und egal welcher. Ja. Oben drüber haben wir dann die .NET Runtime. Und das ist vielleicht das Missverständnis auf Basis des Namens Blazor WebAssembly, weil unser Code eben nicht nach WebAssembly kompiliert wird, sondern erstmal ganz normal in .NET DLLs. Und die wurden dann, also Entschuldigung, und darüber, über der .NET Runtime, laufen dann unsere Razor Components und unser ganz normaler C-Sharp und .NET Code. Und der interagiert dann über die Runtime, also über diese Blazor WebAssembly Runtime, mit dem Browser und mit dem Document Object Model. So, Browser Support schaut gut aus. Das ist ein Screenshot von gestern. Bedeutet, wir haben wirklich einen guten Support in allen wichtigen Browsern, sowohl Desktop als auch Mobile. IE, ja, muss ich hoffentlich nichts mehr dazu sagen. Das heißt, wer moderne Software bauen möchte fürs moderne Web, braucht natürlich auch moderne Browser. Deswegen können wir den Kollegen IE hier wahrscheinlich sowieso mal ausschließen. Und ansonsten, ja, WebAssembly ist angekommen und WebAssembly ist da. Und ja, hat sich auch, ich sage mal, etabliert. Das ist jetzt die technische Architektur, wie es funktioniert. Und da will ich euch mal
wieder den Einblick geben in diese Hello World Anwendung. Und zwar gehen wir noch einmal hin und gehen noch einmal und fangen noch mal von vorne an. Na, also wir fangen noch mal komplett von vorne an. Wir machen mal das hier kleiner. Wir machen das mal full. So, und gehen wieder hin und leeren. Wo ist es da? Mal den Application Cache. Gehen auf Network und sagen einfach mal komplett neu laden. So. Und jetzt, also ja, das war natürlich eine ziemlich dumme Demonstration, weil ich sollte ihn vielleicht auch wieder starten. Das ist der falsche. So, da ist er. Zu viele Fenster auf dem Wire. Start without debugging. Dann lassen wir den nochmal hier laufen. Gut, also Inspect, Application, Clear Site Data. Das ist alles sauber, sauber, sauber und neu. So, und jetzt seht ihr schon, hier werden .NET DLLs runtergeladen. Und ihr seht vor allem hier oben, es wird einmal diese Index.html, also das ist ja sozusagen der Standard-Call eines Browsers, ja, /Index.html. Dann wird das ganze CSS nachgeladen. Und dann geht es aber schon los. Hier ist schon diese eine Framework, also Blazor Framework JavaScript-Datei und hier ist die zweite. Und dann gibt es hier noch so eine Metadaten-Datei. Und in dieser Metadaten-Datei, da steht jetzt alles drinnen, was quasi für die clientseitige Runtime wichtig ist zu wissen, unter anderem eben, welche DLLs nachgeladen werden sollen. Das bedeutet, wir haben hier wirklich eine .NET-Anwendung auf einer .NET Runtime und diese .NET Runtime, nur die ist in WebAssembly cross-kompiliert. Ja? Das heißt, es ist genau dieses Bild hier. Die HTML als Einstiegsseite, dann eben diese beiden .NET WebAssembly JavaScript-Implementierungen, diese Metadaten-Datei, womit wir dann auf der Client-Seite wissen, was nachgeladen werden muss, nämlich sowohl Framework-Files als auch unsere Anwendungs-Files. Und das Ganze wird dann ausgeführt von der einzigen WebAssembly, von dem einzigen WebAssembly-Artefakt beziehungsweise von dem einzigen WebAssembly-Modul auf der Client-Seite. Und das wird dann eben direkt geladen in die WebAssembly-Runtime. Wichtig ist aber nur, dass unsere .NET-DLLs, die sind nicht precompiled, die werden nicht gechittet, sondern die werden interpretiert. Und das gibt natürlich schon mal so einen gewissen Hinweis und einen gewissen Geruch in Richtung Performance. Das heißt, da muss man wahrscheinlich von vornherein immer mit offenen Augen und mit gespitzten Ohren rangehen, ob das auch wirklich alles sinnvoll ist und auch alles so ist und so sich verhält und so läuft, wie man es haben möchte. Das zweite Thema neben der Runtime Performance ist die Application Size. Ihr habt es vielleicht gesehen. Wenn ich jetzt wieder hier an meinen Browser ganz kurz ran mich taste, wartet mal kurz, der ist, hat sich versteckt, da ist er. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, was da jetzt unten ankommt, sind 8,64 Megabyte. Und zwar, ja, sind es Debug-Informationen. Wenn wir das Ganze jetzt Release bilden, wenn wir das Ganze jetzt G-Zippen oder Broadly zippen, also wirklich Release fertig machen, dann gibt es noch den Linker, der macht sowas ähnliches wie Tree Shaking, dann ist diese Hello World Anwendung ca. 2 Megabyte groß. Und darunter kommen wir aktuell nicht. Und je mehr externe .NET DLLs, zum Beispiel aus NuGet oder von euren eigenen Projekten, wir zu unserer Client-Anwendung hinzufügen, desto größer wird es. Deswegen meine Frage, wäre das für euch ein Problem, beziehungsweise ein Dealbreaker, da sollte jetzt gleich ein Poll kommen, dass diese, ja, wenn es fertig ist, also Minimum 2 Megabyte, aber so Real-World-Anwendungen, die wir jetzt mit unseren Kunden gebaut haben, je nachdem, ob du ein Third-Party-UI-Framework drin hast, kommst halt mal locker bei, ja, 5, 6, 7, 8 Megabyte raus, wäre das ein Problem für euch. Und da gucke ich mal, dass, ja, es kommen die Antworten rein. Ich glaube, mit den 2 Megabyte hast du sie alle bekommen. Dass ja, die Angst nicht ist, dass man fast 10 runterladen muss. Ja, also das hier ist ja wirklich nur der Debug-Bild. Ich meine, du siehst ja, übers Kabel kommen 22,8. Und was unten dann ausgepackt wird, also ich meine, hier dieses Log-Statement sagt dann, also knapp
9 Megabyte. Wenn du aber dann wirklich alles Release fertig baust, bist du bei 2 Megabyte. So, das heißt, die große Mehrheit sagt, nein, das ist uns ziemlich wurscht, because of reasons. Also ich vermute mal, es wird halt keine wirklich öffentliche Webanwendung sein, sondern wahrscheinlich in einem kontrollierten Umfeld mit kontrollierten User-Basen. 11% sagen, ja, das ist ein Problem, okay, kann ich euch leider aktuell nicht weiterhelfen, aber bitte bleibt da, nicht ausloggen. Und kann ich noch nicht abschätzen, sagen momentan 26%. Das heißt 64%, die große Mehrheit sagt, okay, kein Thema. Okay, cool. So, das bedeutet, der Martin sagt, im mobilen Bereich sind 5 bis 6 Meter ein Dealbreaker. Absolut. Ja, also wir können gerne dann nachher in der Q&A oder dann offline auch nochmal über das ganze Thema sprechen. Diese Application Size, dieser ganze, ich sag mal, Architekturansatz ist natürlich immer ein Thema, den man bei der Entscheidungsfindung mit bedenken muss und mit diskutieren muss. Gut. Wobei wir auch gesehen haben in den Beratungssessions, die wir bisher mit Kunden gemacht haben, dass da niemand reinkam und gesagt hat, meine neue Android-App möchte ich mit Blazor WebAssembly bauen. Das war für mich die coolste Idee, sondern meistens geht es ja um die Ablösung von Desktop-Applikationen aus dem WPF-WinForms-Bereich hin zu, jetzt brauche ich nur noch einen Browser. Ich habe kein Deployment mehr bei meinen Kunden. Das ist viel angenehmer. Genau. Und das sind ja Anwendungen, die sehr datenintensiv sind. Es kommt wie immer halt auf die Anforderungen und auf die Rahmenbedingungen an. Ne? Oder wie wir Consultants gerne sagen, Marco, it depends. Ja. Gut, also schauen wir mal an, wie Blazor funktioniert anhand von der Idee von Components und Komponenten. Dafür habe ich mal eine andere Anwendung da, die habe ich quasi vorbereitet. Das ist unser Conf-Tool. Ich starte es einfach mal. Und wir gucken uns einfach mal ein bisschen an und um, was dieses Conf-Tool so alles kann. Dieses Conf-Tool kann vor allem hier, wo ist es da, genau, kann natürlich, wo kommt denn der jetzt her? Den wollen wir nicht. So, kann natürlich Security, das heißt, wir haben jetzt hier ein ganz normales Login über einen Identity Provider und mit unserem super sicheren Login können wir uns da anmelden und haben jetzt eine ganz normale, API hinten dran stehen, die unsere Konferenzliste abbildet. Konferenzliste heißt folgendes: Wir haben ein Tool für uns intern, das ist das Conf-Tool und dieses Conf-Tool hat eine API. Und über dieses API können unsere anderen Systeme, wie zum Beispiel die Website, wie zum Beispiel das BigMarker-Webinar-System, noch ein paar andere interne Tools, können sich dann die Informationen ziehen, auf welchen Konferenzen wir wann, wo, wie sprechen. Und das ist halt ein ganz normales Web-API, was jetzt in dem Fall gar nicht mal mit .NET implementiert wurde, sondern das wurde hier wirklich mit Node.js implementiert. Und in diesem Conf-Tool, in dieser Conf-Tool-Blazor-Demo habe ich ganz einfach mal ein paar Sachen zusammengefasst, denen man immer wieder über den Weg läuft. Was ich jetzt mal gerne machen möchte, ist Folgendes. Wir gehen in diese Hello World-Anwendung zurück. So. Machen hier mal alles zu. Close all. Und versuchen jetzt mal in diesem Fetch Data, das ist ja das, wo der Wetterforecast momentan geholt wird von einem API, versuchen den mal umzubauen, dass er hier unsere Konferenzliste anzeigt. Das heißt, wir haben hier oben Page-Attribut, das ist die Route. Das heißt, hinter dieser Route wollen wir dann die Konferenzen aufrufen. Das ändern wir auch dann gleich bei uns hier im Navigation-Menü. Wir nennen das nicht mehr Fetch Data, sondern wir nennen das mal Conferences und ändern auch den Link von Fetch Data auf Conferences. So. Dann nennen wir hier das Ganze natürlich nicht mehr Weather Forecast, sondern Conferences. Wir machen hier Dependency Injection in einer Razor-Component über den HTTP-Client.
Dann machen wir, und ich muss wieder mal hier meinen Browser ein bisschen organisieren. Zack und zack. Dann machen wir als Dependency Injection, und zwar den ganz normalen HTTP-Client, den wir auch aus Standard, sage ich mal, .NET her kennen. Dann habe ich mir C-Sharp-Files gebaut, die jetzt mehr oder weniger diese Antwort, die aus diesem API rauskommt, abbildet in C-Sharp. Das ist nämlich einmal Conference. Ihr seht es mit ID, Title, Date, Times, Strings und Integers. Und einmal die Response, weil, wenn wir uns das nochmal angucken, hier, da gibt es nochmal so einen Umschlag quasi, so einen Response-Umschlag drumherum. Das ist also der, und der hat dann eben die Liste an Conferences. Okay. Das heißt, wir gehen mal hin und machen das mal alles zu. Zack, zack, speichern. Zack. Nennen das hier auch mal um in Rename Conferences und bauen das jetzt einfach mal um. Wir bekommen hier zurück eine. Ich kopiere das jetzt mal rüber, weil ich nämlich so ein Spezialist bin, wenn es darum geht, sich zu vertippen. Also, wir bekommen hier zurück eine List of Conference. Die Conference selber hat hier den Namespace Blazor Wasm App. Das heißt also, wir müssen uns hier oben auch den Namespace noch reinholen. Warte mal, das sollte man vielleicht richtig schreiben. So, zack. Das heißt, hier haben wir jetzt diese Conferences. Diese Conferences werden nach dem Initialisieren, es gibt so einen Lifecycle von jeder Komponente, werden die über HTTP geladen und werden sozusagen aus dem Umschlag rausgeholt. Das ist ja hier das Schöne. Wir haben hier IntelliSense, wo ich dann direkt auf meinen DTOs arbeiten kann. Und wir verdrahten das hier oben. Wir haben jetzt keine Forecasts mehr. Wir haben jetzt Conferences. Das hier ist eine Conf. Und wir zeigen hier jetzt einfach mal an, was weiß ich, was haben wir denn eigentlich in so einer Conference? Hat das jemand mal sich angeguckt? Title und von mir aus City. Okay, dann machen wir hier also Title und machen hier City und machen dann hier unten, das machen wir mal weg und machen hier conf.title, also da habe ich dann meine IntelliSense und mache conf.city. So, und das müsste jetzt eigentlich vom Umbau her gewesen sein. Das heißt, wir haben hier Dependency Injection vom HTTP-Client. Wir haben hier ganz normale Razor-Syntax. Wir haben hier einen Lifecycle. Wir haben Async und Await. Das heißt nicht, dass wir Multithreading haben im Client, aber das heißt, wir haben zumindest mal eine Entkopplung, ja, sodass uns nicht immer gleich alles einfriert. Was haben wir noch? Wir haben C-Sharp-Logik, die ist hier natürlich sehr, sehr überschaubar. Wir haben eben den Markup-Code, wie ich gerade schon gesagt habe. Ja, und jetzt können wir es mal ausprobieren. Wir haben das Navigation-Menü geändert und angepasst. Das heißt, lass es uns mal bauen und lass es uns dann noch mal versuchen, in den Browser zu schicken. About. About. Und kompiliert. So, und jetzt ist er dann in Bälde fertig. So, und jetzt sagen wir Start without Debugging. Ich ziehe es dann gleich wieder hier rüber. Zack. Dann machen wir hier gleich wieder mal die DevTools auf. Network. Und dann sehen wir hier schon Conferences. Wir gehen auf Conferences. Warum hat er mir den Call jetzt nicht angezeigt? Komisch, ne? Ah doch, da ist er. Haha, deswegen. Hier. Das ist der Call auf unser Conferences API. Ja, das liegt an dem Zoom-Faktor hier im Browser. Das heißt, wir bekommen hier auch wirklich
unsere Conferences zurück. Und ich habe sie hier alle gebunden. Das Interessante ist jetzt, jetzt habe ich hier natürlich eine lange Liste. Das sind jetzt nur ein paar hundert Einträge. Das ist nicht so wirklich schlimm und tragisch. Wenn ihr das aber anders haben wollt, dann gibt es in .NET 5 ein Feature, und das zeige ich euch jetzt hier einfach mal nur so ganz kurz angedeutet. Das heißt Virtualize. Das ist nämlich eine eigene Komponente. Das heißt, damit wird die Datenhaltung, die Datenbindung, die Datenvisualisierung und auch teilweise das Datenholen komplett virtualisiert. Das heißt, es wird immer nur das geholt und danach wirklich nur das gebunden, angezeigt und gerendert, was wirklich gebraucht wird und was wirklich sichtbar ist. Das heißt also, so eine Virtualisierungskomponente, die einfach schon im Framework drin ist, ist natürlich auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass Blazor WebAssembly natürlich auch mit Performance, ich sag mal, umgehen muss, weil man als WebAssembly-Artefakt keinen direkten Zugriff aufs Document Object Model hat. Man muss immer über so eine Interop-Brücke gehen. Deswegen kann es also früher oder später auch durchaus zu Performance-Themen kommen. Dazu macht übrigens mein Kollege, der Patrick Jahr, ein super gutes Webinar nach der Sommerpause, wo es eben genau um Blazor WebAssembly Komponenten-Performance geht, welche Funktionsweise da dahinter steckt, hinter dem Render-Prozess, welche Fallstricke und Fallgruben es gibt und wie man denen dann entgegnen kann. Und eine davon ist zum Beispiel diese Virtualize-Komponente, wo man dann, die kann man dann auch noch weiter konfigurieren. Ich kann dann sagen, okay, zeig nur so und so viel an oder bindet es nicht an dieses In-Memory-Objekt hier, sondern bindet es an eine Function, an ein Lambda und dann je nachdem, wenn sich dann dieses sichtbare Fenster verschiebt, hol schon einmal irgendwie 3 oder 5 oder 10 auf Halde über den API-Call vom API runter, so dass ich mir halt eben nicht die Detailgedanken über dieses Paging oder über diese Virtualisierung machen muss, sondern dass das halt in diesem Framework abgebildet ist. Okay, das so die Eindrücke zu der Art und Weise, wie man .NET verwendet, wie man C# verwendet, um aus einer vorhandenen Anwendung, um aus einem vorhandenen API, in dem Fall unsere Conferences, API halt ein bisschen was rauszuholen, um da dann eine Blazor WebAssembly Anwendung von dran zu stricken. Das heißt, wir haben Pages gesehen, wir haben Components gesehen, HTML mit CSS und C# in Kombination dann als Razor Components. So, das ist aber natürlich nur der Grundstock, das ist ja nur, sind nur die Basics. Wir wollen natürlich sehen, was geht denn alles im Sinne von Single-Page-Applications. Wie weit kann ich Blazor WebAssembly denn treiben? Deswegen gehen wir zurück in diese Beispielanwendung, in dieses Conf-Tool. Ihr seht hier schon, ich habe das ein bisschen anders da aufgeteilt. Es gibt wieder einen Server-Teil. Das ist der bekannte aus dem Hello World-Projekt. Es gibt den Client-Teil, das ist auch bekannt aus dem Hello World-Projekt. Jetzt gibt es aber hier zwei kleinseitige Module. Also hier habe ich jetzt Module, ja, ich sag mal, separiert nach Funktionalität. Das ist nämlich einmal die Conferences und einmal die Statistiken. Ich führe euch das mal vor. Dafür starten wir es wieder. Holen das hier rüber. So, diesmal sind wir ja schon angemeldet, nachdem ich das vorhin in der initialen Demo gemacht hatte. Ich gehe jetzt hier auf Conferences und das ist jetzt eine komplett eigene Modulimplementierung. Das heißt, hinter diesem Link, hinter dieser Route hier oben, steckt die Implementierung von dieser DLL. Das ist ein DLL-Projekt und das ist ein DLL-Projekt. Genauso Statistics. Ja, das hier ist eine komplett eigene Modulimplementierung. Und hier wird es jetzt komplett abgedreht, Leute. Dieses Chart hier drin ist Angular. Das heißt, wenn ich da reinklicke, und ja, meine Demo-Daten sind ein bisschen gaga, ich gebe es zu, seht ihr, dass ich innen drin quasi ein Event auslöse, was außerhalb, und das außerhalb ist dieses Weiße hier, ich hoffe, ihr könnt es sehen, weiß und grau, also außerhalb läuft Blazor WebAssembly und da drin läuft als Web-Component verpackt eine Angular
Komponente. Das heißt, wir können von .NET nach JavaScript, von JavaScript nach .NET rufen. Und ihr könnt auch vorgefertigte oder bereits existierende JavaScript-Bibliotheken oder Komponenten, ob sie mit React, mit Angular, mit Vue oder wie auch immer gebaut wurden, könnt ihr hier auch integrieren. Okay, was haben wir hier noch? Also, wir haben eben diese sogenannten Razor Class Libraries. Ja, das sind eben diese DLL-Projekte. Wir haben, was haben wir denn noch? Ah ja, genau. Guckt euch das mal an hier bei Conferences. Ihr habt bisher nur gesehen, dass wir alles in eine Razor Component gebaut haben, also in einen Punkt Razor File. Wir können es aber auch ein bisschen sauberer trennen. Das wäre ja quasi das hier. Das ist ja ähnlich dem, wie wir es in der Hello World Anwendung gesehen haben. Wir können es aber auch trennen. Wir können Razor Files haben, wo wir das Markup haben und hinten dran als Code Behind dann nur noch die Klassenimplementierung. Okay? Dafür muss es eine Partial Class sein, muss genauso heißen wie das Razor File und normalerweise leitet es dann auch noch von Component Base ab, weil ich ja dann bestimmte Lifecycle Methoden von der Razor Component dann noch überschreiben möchte. Das heißt, wir können auch Code Behind Code haben. Wir können natürlich, das haben wir die ganze Zeit schon gesehen, Code sharen. Das geht entweder über die DTOs, also in dem Fall zum Beispiel Conference Overview, ob das jetzt ein Data Contract ist oder nicht, ob das serializable ist oder nicht, oder ob es einfach nur ein plain old C-Sharp Object als DTO ist, spielt an der Stelle überhaupt gar keine Rolle. Wir können also unseren Code teilen, nämlich einmal im API, Controller, was habe ich hier? Conference. Der verwendet dann halt die Conference Overview hier und der Client verwendet die Conference Overview hier. Okay, das ist ja noch easy. Aber was ist zum Beispiel mit etwas komplexerem Code? Also nicht nur einfach Klassen, DTOs sharen, sondern vielleicht Logik. Das schauen wir uns gleich an. Was können wir noch machen? Was ist noch so ein typischer Use Case für Single-Page-Applications? Authentifizierung haben wir schon gesehen. Das Interessante ist, Authentifizierung ist komplett eingebaut in das Blazor WebAssembly Framework. Das bedeutet, wir müssen drei Komponenten oder drei Pages implementieren, nämlich einmal tatsächlich den sogenannten Remote Authenticator View. Der sorgt dann dafür, dass wir weitergeleitet werden an den jeweiligen Authentifizierungsservice oder Identity Provider. Dann natürlich das UI, was uns sagt, okay, wenn du angemeldet bist, dann zeig bitte das an. Ansonsten zeig bitte hier diesen Login-Button an und die entsprechenden Methoden dazu. Und dann nur eine sehr, sehr dünne, fast dumme Component, die einfach nur den Redirect übernimmt, um zu dem externen Identity Provider zu kommen. So, das heißt, alles andere wird abgebildet in einer Methode, wie zum Beispiel diese hier, @OIDC-Authentication. Das ist tatsächlich eine Extension Method aus dem Blazor WebAssembly Framework. Das heißt, diese Basisfunktionalität ist da schon mit drin und du kannst jeden OAuth, OIDC, Compliant Identity Provider verwenden, also Azure AD, da würdest du es hier ein bisschen anders da machen übrigens. Du kannst Identity Server verwenden, du kannst Keycloak verwenden und wie sie alle heißen. Gut. Und last but not least, was ja auch immer wieder, ich sage mal, ja zumindest mal sexy ist und wo man zumindest mal in Demos Leute hinter dem Ofen hervorlocken kann, ist ja diese Realtime Thematik, also dieses Push, dass ich quasi in einer Browser-Instanz etwas ändere. Gehen wir mal hier auf Conferences und gehen wir mal hier auf Conferences. Ihr seht, hier ist oben der erste Eintrag. Das sind jetzt hier Beispieldaten übrigens. Ne? Das sind nicht die Live-Daten von unserem Conferences API. Das sind meine eigenen Beispieldaten. Wenn ich jetzt hier hingehe und füge hier was hinzu, einmal das und einmal das und sage, das soll, was weiß ich, in Österreich sein, und sage jetzt speichern, dann habe ich hier eine Browser-Instanz und ich möchte gerne, dass alle anderen offenen oder angemeldeten Browser und alle angemeldeten User das auch mitbekommen.
Ich frage hier nochmal, möchtest du das wirklich? Und jetzt sage ich okay. Und dann bekommen wir hier, und das hier ist noch ein Implementierungsbug, ist jetzt aber an der Stelle nicht so wirklich relevant, bekommen wir hier dieses Element offensichtlich hereingepusht. Was hier passiert ist, wir haben eine Signal-A-Implementierung und das ist genau die gleiche Signal-A-Implementierung, die wir vielleicht vorher schon für unsere Windows Forms oder WPF-Anwendung hatten, weil wir in Blazor WebAssembly genau die gleiche Signal-A-Client-Bibliothek verwenden können, wie wir es in jedem anderen .NET-Projekt auch verwenden. Und das ist halt ziemlich sexy. Das heißt, ich baue mir mal einen ganz normalen Signal-R-Endpoints über .NET 5, also meine Hubs, ne, meine Signal-R-Hubs und kann es dann auf der Client-Seite ganz normal verdrahten und aufrufen, wie ich es aus meinen anderen .NET-Client-Projekten herkenne. Gut. Das bedeutet, jenseits von Hello World kann man sehr, sehr viele mächtige und featurereiche Sachen machen. Ich glaube, hier wollte man mal hinweisen auf unseren Knowledge Hub. Der Knowledge Hub ist etwas, wo wir unsere ganzen Artikel und Webinare und Konferenzauftritte gesammelt haben und zusammengetragen haben. Da könnt ihr euch nach dem Webinar gerne mal umschauen und austoben und könnt gucken, was es da alles gibt. Da ist dann auch zum Beispiel dieses angesprochene Webinar von Patrick dann zu finden und auch das Webinar von Sebastian, wo er Blazor Server ein bisschen, also sehr viel genauer unter die Lupe nimmt. So, natürlich ein weiteres wichtiges Thema in SPAs sind Formulare. Ja, Formulare, Datenbindung. Und wenn ich von Formularen spreche, da bin ich natürlich automatisch bei der Validierung. Also wie stelle ich denn jetzt fest, ob das jetzt wirklich alles gescheit ist, ob das passt, ob das wirklich valide ist. Und auch das wollen wir uns mal jetzt anhand von diesem Beispielprojekt angucken. Okay, machen wir mal hier nochmal erstmal aufräumen. Close all. Und wir gucken uns das Formular an in den Conferences. Das ist nämlich genau hier Conference. Also, es gibt in Blazor das sogenannte Edit-Form. Wir könnten auch alles mit Standard-HTML machen. Dann müssten wir halt sehr viel händisch implementieren, wenn es um Datenbindung geht, wenn es um Event-Handling geht und wenn es eben um Validierung geht. Das heißt, das hier ist eine eingebaute Komponente ins Blazor WebAssembly-Framework. Und dann können wir Daten validieren, entweder so wie wir es aus .NET schon seit jeher kennen, nämlich über Data Annotations, oder wir können sagen, naja, mach das Ganze doch mal bitte anhand von Fluent Validation. Und Fluent Validation ist ein sehr, sehr bekanntes Open Source Projekt, gibt es auch schon seit Ewigkeiten mit Integrationsimplementierungen für die unterschiedlichsten Frameworks. Und es gibt eben auch jetzt eine Implementierung als Integration in Blazor für die Razor Components. Was kann ich damit machen? Naja, ich kann damit machen, dass ich in meinem Shared-Projekt einen Validator schreibe. Der muss von Abstract Validator aus dem Fluent Validation Framework abgeleitet werden. Und hier sage ich, hey, check bitte mal, dass das Date 2 von einer neuen Konferenz mindestens genau oder eigentlich später liegt als das Date from. Damit es eben auch wirklich ein valider Ansatz ist, ein valides Anlegen einer neuen Konferenz. Und somit kann ich mir hier sehr, sehr, sehr sophisticated und sehr, sehr, sehr komplexe Validierungsregeln bauen. Und das Schöne ist, die verwende ich in meinem Serverprojekt. Nämlich hier kann ich einfach sagen, Services at MVC und dann at Fluent Validation und hole mir alle Validators rein und kann dann in meinem Controller, das ist auch sehr, sehr nett, einfach nur sagen, Moment, beim Post ist es, Post, kann ich ganz normal das Model Binding über ein Model State verwenden. Und damit ist Validierung auf dem Server scharf geschalten, basierend auf dem DTO, basierend auf dem Validator. Und das kann ich eben dann auf der Client-Seite genauso verdrahten. Da gibt es ein Third-Party-Projekt, das heißt Blazor Fluent Validation. Und mit diesem Blazor Fluent Validation bekomme ich diesen Fluent Validation Validator. Geiler Name, ne? Fluent Validation Validator. Und wenn ich mir das jetzt angucke, ist das hier noch offen? Oder habe ich das wieder zugemacht? Ich habe es wieder zugemacht, ne? Also dann bitte nochmal neu.
machen wir mal hier Start without Debugging. So, da ist er wieder. Und jetzt gehen wir wieder in die Conferences. Wir sagen Add Conference. Und wenn ich jetzt hier sage Save, dann steht hier The Title Field is required und The City Field is required. Das kommt aus... wo ist es denn? Hier. Ja, Title und City. Okay? Das heißt, das ist jetzt von Data Annotations. Wenn ich das jetzt wieder alles ausfülle, so wie wir es halt haben wollen, und machen hier wieder irgendwas und mache jetzt hier, was haben wir gesagt? From, machen wir dahinter, ne? Also sowas irgendwie. Und das hier ist jetzt genau diese Fehlermeldung oder dieser Validierungstext aus Fluent Validation. Das heißt, ich kann beide Ansätze kombinieren oder ich kann eben nur Validation im Sinne von Fluent Validation machen. Das heißt, formulartechnisch kann ich alles abbilden, was man aus den anderen auch herkennt. Ich kann entweder die normalen HTML-Text nehmen oder ich kann eben speziell aus Blazor Razor Components Framework schon vorgefertigte Komponenten verwenden, wo ich dann Datenbindung machen kann und dann auch vielleicht gegebenenfalls sogar Event-Händler dahinter hängen kann. Cool. Und last but not least, der Marco hat mich ja am 35 quasi, hat mir am 35 übergeben. Das heißt, wir sollten noch einigermaßen in der Zeit sein. Oder? Ja. Okay. Das heißt, last but not least, das, was ich schon angedroht habe oder angekündigt habe, ist, ja, ich glaube, ohne JavaScript kommt man tatsächlich in so real-worldisch, also quasi in euren Projekten, eigentlich nicht aus. Bedeutet, wir müssen auch mal über diese ganze Idee, war, kann ich denn jetzt mit Blazor WebAssembly überhaupt eine PWA machen? Antwort ist, ja, könnt ihr, weil es hat mit Blazor und mit WebAssembly erstmal nichts zu tun, diese ganzen PWA-Features wie Application Manifest, wie Service Worker, wie die Implementierung, wie er sich bei Offline verhalten soll. Service Worker sind immer JavaScript-Files, das heißt, da komme ich auch nicht drum rum. Ich muss, wenn ich eine PWA bauen will, muss ich immer JavaScript anfassen oder JavaScript verstehen oder eben auch mal JavaScript debuggen. Ansonsten Interoperabilität mit anderen, also mit Third-Party-Komponenten oder eben auch, wo man sagt, naja, mit Browser-Features, die vielleicht noch nicht implementiert wurden, in einer Blazor-Component, entweder von einem Open-Source-Projekt oder vielleicht auch von einem kommerziellen Vendor. Ihr habt es gerade eben schon gesehen, ne? Gehen wir mal wieder zurück. Ich mache immer wieder den Browser zu, ne? Ich deppalle. Wenn ich ein neues Webinar anlege, ich zeige es euch gleich nochmal kurz und dann lasse ich den Browser diesmal aber offen. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe auf Conferences und ich sage Add Conference und ich sage jetzt hier, yo, das passt und yo, das passt und das war das Country, was weiß ich, Belgien, das passt, dann kommt ja jetzt hier dieser Dialog. Das ist jetzt der native JavaScript-Dialog. Wenn ich jetzt sage Cancel, dann wird eben nichts gespeichert und nichts an den Server geschickt. Wenn ich das haben möchte, dann muss ich mir JavaScript Interoperability bauen. Und wir gucken einfach mal, wie wir das aufrufen. In der Conference Razor Code Behind Datei habe ich hier, lass mich mal kurz gucken, wo das genau ist. Jo, habe ich hier Save Conference. Und jetzt mache ich hier ein Await Alert Confirm. Do you want to save this new entry? Wenn nein, dann abbrechen. Ansonsten ab zum Server. Und das Sexy ist jetzt wirklich, also es ist wirklich sexy, finde ich. Ich habe hier einfach einen iDialog-Service. Ja, vielleicht hätte man ihn auch anders nennen sollen, aber okay. Dieser iDialog-Service folgt diesem Interface. Dieser iDialog-Service wird einfach auf die Service-Collection registriert, nämlich als Singleton in diesem Fall. Es kann nur eingeben. Ja, und das Interessante ist dann jetzt die Implementierung. Und die Implementierung ist jetzt das, wo jetzt sozusagen die Brücke geschlagen wird. Es gibt ein JavaScript-File, Dialog.js, das ist dieses hier. Das ist zugegebenermaßen natürlich super, super, super simpel,
und zum Erklären der Konzepte vielleicht dann ganz gut geeignet. Und hier mache ich einfach nur die Brückenimplementierung dieses Interfaces mit Aufräumen, nämlich Async Disposable, um dann über diese sogenannte IJS Runtime wirklich nativen JavaScript-Code aufzurufen. Das Ganze wird natürlich spektakulärer, wenn wir uns das mal angucken, und das ist dann die letzte Demo, in dem Projekt Client, und da gibt es eine Webcam. Und da gibt es einen Webcam-Service, der macht ein Start-Video und der macht ein Take-Picture. Und da gibt es eine Webcam.razor. Und da gibt es Dependency Injection, iWebcam-Service. Ja, das wird wieder verdrahtet auf der Service Collection als Singleton. Und die Implementierung ist jetzt wieder ähnlich. Ja, das ist hier wieder dieses Verdrahten in .NET in die JavaScript-Welt. Jo, und das JavaScript ist jetzt natürlich ein bisschen umfangreicher, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Das ist jetzt halt so ein bisschen, jo, mit, ja, wirklich mit den existierenden Browser-APIs halt ein bisschen hin und her hantiert. Will ich gar nicht im Detail darauf eingehen. Wenn wir uns das mal anschauen, Conftool, das ist das hier. Das ist hier Webcam. Und jetzt sage ich Start Video. Und jetzt habe ich hier eine zweite Webcam. Also da seid ihr. Da ist diese zweite Webcam. Und wir machen mal. So, das heißt, dieses Feature hier, das Anzeigen des Videos, das Anzeigen dieses Screenshots, das Verdrahten hinten dran, haben wir gerade eben gesehen in der Codebasis. Das passiert komplett in JavaScript, weil da hat WebAssembly keine Aktien, weil es kommt nicht auf diese APIs im Browser. Und dadurch hat natürlich auch Blazor WebAssembly keine Aktien drin. Das bedeutet, entweder wird eines der Open Source oder eines der kommerziellen Anbieter oder einer der kommerziellen Anbieter das implementieren, oder ihr müsst halt diese Dinge selber implementieren. So, dann könnte man eigentlich jetzt hier an der Stelle nochmal darauf hinweisen, Marco, dass wenn die Leute noch viele Fragen haben, ich habe jetzt gleich noch mein Summary, ne? Also bitte noch nicht gehen, mach noch ein Summary und das Q&A, dass sie sich in das Expert One-on-One einbuchen können mit mir. Normalerweise, genau, ich habe es mal eingeblendet, weil wer jetzt sagt, okay, mir raucht der Kopf. Hoffentlich. Ich glaube, das könnte passen für das, was wir da programmieren wollen, aber da habe ich schon noch ein paar Detailfragen. Genau. Dann könnt ihr euch hier über den Link jetzt registrieren für einen Termin. Ich schreibe euch dann an. Wir finden da den optimalen Termin für beide Seiten und dann kann es schon losgehen. Genau, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, auch so eure Projektthemen zu hören mit euren Challenges, vielleicht sogar basierend auf den Themen, die ich hier euch kredenzt habe. So, was bedeutet das jetzt alles? Um dem Marco um den letzten Satz quasi oder dieses letzte Argument von Marco wieder aufzunehmen, ist schon ganz schön viel, ne? Ja klar, am Ende des Tages sprechen wir hier über eine SPA-Plattform und über ein SPA-Framework. Wie sehe ich das heute und was glaube ich, wo es hingeht? Also, Blazor WebAssembly in .NET 5 ist eine Version 1.1. Es ist jetzt 15 Monate alt, also kam im Mai 2020 auf die Welt. Die nächste große Release war dann .NET 5 im November 2020 und die nächste wird jetzt .NET 6 im November 2021. Das heißt, da haben wir schon noch ein bisschen bis dahin. WebAssembly selber, also die Basistechnologie, hat nichts mit Blazor zu tun, ist immer noch sehr, sehr, wie soll ich es sagen, rudimentär. Ich habe noch immer kein Multithreading drin. Ich habe noch immer keine Garbage Collection drin. Ich habe noch immer keinen Zugriff aufs DOM und auf die Browser-APIs drin. Das heißt also, eigentlich ist es nicht wirklich für SPAs gemacht worden, sondern eher so für Logik, die ich in C, C++ oder zum Beispiel jetzt in Rust schreibe, um sie dann in meine JavaScript-basierte SPA einzubauen oder zu integrieren. Mono.NET wollten sie homogenisieren mit .NET 5, haben sie nicht geschafft, haben sie jetzt geplant für .NET 6. Das heißt also, auch da ist es von der Codebasis und von der Architektur her halt einfach noch so, dass es zwei unterschiedliche Codebasen sind. Und wir müssen uns immer vor Augen halten, es wird zwar mit .NET 6 das sogenannte AOT kommen, das Ahead of Time Compiling, wo ich dann eben bestimmte Teile meiner Anwendung und bestimmte Teile vom Framework
nativ nach WebAssembly kompilieren kann. Das wird aber nicht alle Probleme lösen. Es wird nicht alle Laufzeit-Performance-Probleme lösen. Es wird nicht die Anwendungsgrößenproblematik, wenn es denn überhaupt für irgendjemand von euch da draußen ein Problem ist, auch nicht lösen, weil AOT-Builds machen das Ganze noch mal größer. Weil AOT kompiliert nach WebAssembly Bytecode und WebAssembly Bytecode ist wesentlich eloquenter als der IL Bytecode. Das heißt also, die Größenthematik wird man damit nicht erschlagen. Wir werden teilweise Laufzeitperformance damit erschlagen, ist aber auch ein sehr, sehr teurer Prozess, das AOT-Kompilieren, weil es sehr, sehr lange dauert, dann wirklich die Projekte, die DLLs, die Solutions dann AOT zu compilen. Wir brauchen immer noch besseres Entwicklertooling, nicht nur auf dem Mac, sondern auch im echten Visual Studio, im großen Visual Studio, wie ich immer so gern sage, unter Windows. Das mit dem Live-Reload funktioniert nicht gescheit, Debugging funktioniert nicht gescheit. Also da muss Microsoft einfach nachlegen, damit es richtig flutsch und richtig sexy und geil funktioniert, wie ich das von React, von Angular und Co. her kenne einfach. Das Ecosystem, ja, das wächst, also sowohl kommerzielle Anbieter, wie sie alle heißen, Telerik, Infragistics, you name it, ja, die bauen Komponentenbibliotheken, die wir auch zusammen mit unseren Kunden dann teilweise schon evaluieren und dann auch in Proof of Concepts dann einsetzen oder eben auch aus dem Open Source Bereich, wo dann halt bestimmte, ja, meistens Material Design basierte Frameworks und Komponenten Suites dann eben auftauchen. Hier ist nochmal die Roadmap verlinkt für .NET 6. Könnt ihr euch ein bisschen durchstöbern und durchwursteln, was kommt. Am Ende des Tages habe ich hier so eine Art, ja, Heatmap. Ich weiß nicht, ob es Heatmap ist oder es ist eigentlich eine Opinion Map, ne? Ich würde es mal so nennen, Marco. Das ist nämlich meine aktuelle Meinung zu, wie schaut's aus, wie funktioniert's und wie funktioniert's eben nicht. Blazor Server, das ist das Einzige, was dunkelorange bis fast rot ist. Das halte ich architekturell für eine sehr, sehr schwierige Herausforderung und einen sehr, sehr komischen Ansatz. Alles andere könnt ihr hier entnehmen. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass sich Blazor peu à peu weiterentwickelt. Bin natürlich auch immer wieder skeptisch, ja, wenn es um Priorisierungen geht von dem Team in Redmond, was die als wichtig erachten und was vielleicht ich oder wir bei uns als ThinkTecture und wir als ThinkTecture mit unseren Kunden zusammen als wichtig erachten. Das passt manchmal nicht so wirklich zusammen und überein. Aber ansonsten ist die wichtige Nachricht, ich kann SPAs mit .NET und mit C-Sharp bauen, kann dabei auch die volle Webplattform mit PWA, Web Components, JavaScript Interoperability nutzen, muss aber eben, ich sag mal, architekturell oder von der Runtime-Architektur her durchaus mit ein paar Einschränkungen oder Gottgegebenheiten einfach leben. In diesem Sinne bin ich eigentlich jetzt fertig. Ich wäre fix und fertig. Nö, das gar nicht, weil meine Hardware funktioniert wieder, Marco. Ja. Yeah. Kein Ruckler, kein Hänger, alles geil. Sehr gut, ja, super, ja. Wunderbar, hat Spaß gemacht. Perfekt. Die Demo-Anwendung gibt es hinter dieser URL, den Blazor Knowledge Hub, den hat der Marco ja gerade vorhin schon nochmal eingeblendet. Der ist hier nochmal und ja, alles andere, was wir sonst noch zu erzählen haben, könnt ihr euch dann gerne bei uns im Newsletter subscriben, wenn ihr es eh nicht schon seid. Genau, und für die, die jetzt noch für die Q&A dranbleiben wollen, sehr gerne. Wir gehen noch durch ein paar Fragen, es ist nämlich einiges zusammengekommen. Alle anderen oben auf diesen 3-Punkte-Button klicken und dann Exit auswählen, dann kommt ihr auf die Umfrage. Vielen Dank an die, die jetzt weiter müssen, dass ihr dabei wart. Und lasst uns mal auf die Fragen schauen. Der Matthias würde gerne wissen zum Thema Unit-Tests. Und zwar nicht so die kurze Antwort, ja, geht, sondern geht. Unit-Test, Code-Behind oder auch in den Razor-Files direkt. Also was lässt sich mit Unit-Test hier sinnvoll abdecken? Zeige ich am besten auch anhand der Demo, weil das habe ich in der Demo auch drin. Achso, das sieht man jetzt nicht, ne? Ich muss wieder sharen, oder? Ich habe schon umgeschaltet, alles schon gut. Du bist ja Profi. Und zwar gibt es hier Tests. Und da gibt es ein Framework, das heißt B-Unit. Ne? B-Unit Web. Und dann gibt es halt unterschiedliche
Adaptoren für das eigentliche Testing-Framework. Ich habe halt hier XUnit verwendet und dann kannst du ganz normal, wie du es vielleicht aus .NET oder vielleicht auch aus Angular heraus kennst, kannst du deinen ganz normalen AAA-Dreisatz machen und kannst dann auf Komponentenebene, ob das jetzt nur Razor ist oder nur Code Behind ist, ist eigentlich völlig egal, kannst dann also mit B-Unit kannst du sehr, sehr, sehr komfortabel dann Unit-Tests bauen. Ja. Das war ja einfach. Wenn die Antwort nicht reicht, Matthias, dann gerne dieses One-on-One buchen und dann geht es da auch weiter. Dann eine Frage zum Thema Serverpart. Ob es korrekt ist, dass das die Anlaufstelle ist, um WebAssembly auf den Client herunterladen oder updaten zu können. Das heißt, der müsste ja dann irgendwo gehostet werden. Gibt es da Empfehlungen? IIS, Azure, Docker-Images? Ja. Das, was ich jetzt hier live gemacht habe und was in dieser zweiten Beispielanwendung auch war, war hosted Blazor WebAssembly. Das heißt, da hat sich tatsächlich dann dieser Server-Host-Prozess auch um das Ausliefern gekümmert. Ganz einfach deswegen, da kann ich dann so Zusatzfeatures machen wie Server-Side-Rendering. Also weißt du, das heißt, ich kann dann bestimmte Pages und bestimmte Components schon auf dem Server vorrendern, wenn die extrem teuer sind oder extrem lang dauern zum Rendern oder zum Laden, dann kann ich das schon auf der Serverseite machen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Blazor WebAssembly Standalone zu haben, so wie du es wahrscheinlich mit jeder Angular-Anwendung machen würdest. Weil dann ist der Server eigentlich gar nicht involviert. Ich brauche keine Logik auf dem Server, sondern ich brauche nur mein Anwendungsartefakt, was ausgeliefert werden muss. Und wir können bei Standalone kannst du alles nehmen. Kannst du IIS nehmen, kannst du Blob Storage nehmen von Azure, kannst du S3 nehmen, kannst du, also egal, weil es einfach nur Files sind. Es ist einfach nur ein Folder, den du irgendwo hinschmeißt. In einem Hosted-Fall muss es halt .NET sein und in dem Fall eben .NET 5. Das passt doch gut zu der Diskussion, die sich da nebenbei im Chat nämlich ergeben hat. Da okay. hatte jemand argumentiert, es gäbe einen Artikel, der beschreiben würde, dass Blazor der falsche Weg wäre, eine SPA zu implementieren, weil Time to First Paint ist einfach zu lang und so. Und das wäre dann alles kritisch. Und auch Google guckt ja da immer stärker drauf. Und das ist wahrscheinlich dann hier auch die Antwort, dass Blazor natürlich dann auch für diese Fälle durch Server-Side-Rendering ja sehr schnell diesen ersten Paint hinbekommen kann, weil schon vom Server etwas ausgeliefert wird und dann lädt, während ihr das noch anguckt und erstmal verstehen wollt, was da jetzt steht, wo ihr drücken müsst, lädt die Anwendung rüber in den Client, übernimmt dann und von dort geht's weiter. Das heißt, ihr bekommt dann, wenn ihr wollt, das Beste aus beiden Welten. Ihr müsst halt für diesen Erstaufruf ein bisschen was tun. Das habe ich schon mal beim Christian gesehen. Sieht nicht ganz so trivial aus, funktioniert dann aber Bombe. Will ich noch was sagen dazu? Ich habe jetzt natürlich diese ganze Diskussion nicht verfolgt im Chat, aber ich vermute mal, diese 62% von Leuten, die gesagt haben, dass die Anwendungsgröße egal ist, denen ist auch der SEO-Rank im Google egal, vermute ich mal, weil es ein ganz anderer Anwendungsfall ist. Wenn du eine Public-App oder eine Public-Website mit einer Blazor WebAssembly SPA bauen willst, dann bin ich da gleich dabei. Es ist vielleicht nicht die beste aller Ideen. Wenn du dann Server-Side-Rendering magst, ja, na klar, es gibt diese Möglichkeit, es gibt aber auch viele Hürden und viele Probleme, weil sobald du zum Beispiel Authentifizierung mit reinbringst, ist die Frage, wo authentifizierst du jetzt? Authentifizierst du als SPA, Client im Redirect oder authentifizierst du auf dem Server und wie schaut der Flow dann aus? Weil es ist nämlich alles gar nicht trivial. Das heißt also, bestimmte, ich sag mal, Stadtseiten, Landingpages, die kannst du natürlich wunderbar für den First Time to Paint, kannst du optimieren mit Server-Side-Rendering, aber alles andere, was dann wirklich in die Business-Logik und in komplexere Use-Cases geht, ist es schon immer ganz so trivial. Genau, ich habe es gefunden. Es war, der Felix hatte das dann als Frage nämlich auch reingestellt, dass dieser First Paint oder Largest Contentful Paint. Klar, also wenn es um SPAs als Public Assets, als Marketinginstrument und so weiter geht, dann ist das wahrscheinlich oder ziemlich sicher nicht die richtige Variante. Ja, so wie du es ja vorhin auch gesagt hast, um Windows-Entwickler abzuholen in die Webwelt, um denen diese neue Möglichkeiten zu eröffnen, um denen auch den architekturellen Ansatz vielleicht ein bisschen einfacher nahe zu bringen, ist es schon eine coole Option. Ja. Dann haben wir noch zwei Fragen vom Martin.
Einmal wollte er wissen, bei deinen Developer-Tools war da irgendwas von 100 MB zu sehen, da wo du den Cache, glaube ich, gelöscht hast, so dass da 100 MB Storage schon verwendet werden. Ob das irgendwas mit Blazor direkt zu tun hat oder irgendwie mehr Zufall ist. Das war wahrscheinlich mehr Zufall. Also was Blazor hier verwendet, ist einfach nur einen Local Cache. Und der speichert genau das da drin, was übertragen wird. Also hier diese DLLs und diese PDB-Files und so weiter. Ach so, du meinst, ich zeig das? Wenn du schon mal da bist. Ja, ich habe doch wieder das Fenster zugemacht, ich Hirsch. Ach so. Aber warte, das geht doch relativ flix mit meiner neuen Hardware. So, also hier ist es. Und was da passiert, ist folgendes. Ich mache das mal Fullscreen. Ich muss Und es hier mal ist neu positionieren in die Ecke. irgendwo Application. Genau. Okay, das hier ist Bullshit. Weil am Ende des Tages diese Anzeige stimmt nicht. Weil am Ende des Tages ist das hier das Einzige, was er runterlädt. Und das sind genau diese Assets, die wir gesehen haben in dem Netzwerk-Tab. Das heißt, es sind irgendwas mit 20,x Megabyte. Das sieht eher auch so aus, als wenn er was präallokieren würde, so nach dem Motto, okay, Keine da Ahnung. wird Also was gestort, ich mach mal 100 MB das hier ist auf ready, jeden ne? Fall, also hier steht zwar used, aber das stimmt so nicht. Also das, was er wirklich used, das siehst du hier drin dann. Und wenn du das jetzt alles ja, peu à peu dir anguckst, dann kommst du eben genau auf diese 20 Megabyte oder hier 29,8, also 30 Megabyte. Das ist das Debug-Bildergebnis. Okay. Und dann wollte der Das Martin auch noch wissen zum Thema Debugging im Browser. Also, wie komme ich jetzt da zwischen die WebAssembly-Schicht? Dann habe ich da den Browser, meine Components, will da irgendwo reingucken. ja, genau. Also, Debugging habe ich ja ganz am Ende ein bisschen erwähnt. Es ist noch sehr, sehr krückenhaft. Du kannst im großen Visual Studio unter Windows kannst du relativ gut die einfachen Cases im Visual Studio debuggen. Wenn du im Browser debuggen willst, liefert dir Blazor eine Debug Bridge mit, quasi, also ein Chrome Debug Protocol Adapter, wo du dann auch deine Breakpoints im Browser setzen kannst. Das heißt also, du siehst dann im Browser deinen C-Sharp Code, kannst da dann deine Breakpoints setzen und kannst dann da durchsteppen oder dann eben optional das Ganze im Visual Studio machen. Funktioniert leider noch nicht so wirklich rund und so wirklich zuverlässig, wie ich mir und wie alle Entwickler sich das wahrscheinlich vorstellen und unter Mac, auf dem Mac sowieso gar nicht gut. Wird es besser mit der 6er-Generation, also mit .NET 6? Steht schon auf der Agenda in Redmond, Ja, ne? ja, ja. Gut, letzten zwei Fragen. Einmal vom Tobias, der überlegt mich gerade für eine interne Verwaltungs-App. Will er was schreiben? Stammdaten, CRUD-Operationen. Ist dafür Blazor schon voll nutzbar? Irgendwo Bauchschmerzen? Also wenn es wirklich nur, und das sind jetzt so die typischen Anfragen, die wir oft bekommen, ne? Ich will nur was Kleines bauen, Stammdaten und CRUD, dann ist die Frage, brauchst du überhaupt eine SPA? Das wäre meine erste Frage. Ja, ich denke, das ist ja dann auch das Probieren, because we can. Ja, because we can, aber vielleicht ist ja Server-Side schon ausreichend. Aber okay, nehmen wir mal an, die Leute haben sich das schon einmal angeguckt und überlegt, sie wollen architekturell eine SPA. Und dann ist das aktuell tatsächlich einer der Use Cases, wo ich, ohne dass ich jetzt irgendwelche Details kennen mag, aber ich habe keine Ahnung, wie Authentifizierung geplant ist, ich habe keine Ahnung, welche Datenmengen kommen, ich habe keine Ahnung, welche APIs jetzt schon da sind. Ne? Das ist ja genau das, was wir immer in diesen Workshops dann mit dem Kunden auseinander dividieren. Aber dafür ist es eigentlich, wie der Amerikaner sagen würde, mature enough, ja? Also reif genug. Gut. Und dann, und das gehört wahrscheinlich auch dazu, die Frage vom Stefan, Third-Party-Bibliotheken Richtung DevExpress, so diese Blazor-Components und so. Da gibt es ja, weiß nicht, wie sie alle heißen, Ja. Tillery Component One und so, da müssen wir auch ein paar Namen noch einwerfen. Ist das empfehlenswert, Risiken, die man damit eingeht, so hinsichtlich langlebige Entwicklung, lieber Open Source nehmen? Wie viel Zeit habe ich noch? Stefan, Expert One-on-One. Naja, also es ist ja immer diese Frage Build versus Buy. So, also wenn du es
bauen musst, dann baust du halt immer sehr, sehr viel und verbrätst damit an Zeit und Ressourcen und dadurch natürlich auch an Geld. Wenn du es kaufst, verbrätst du erstmal Geld und musst dann aber gucken, ob es auch wirklich auf deine Use Cases dann immer und überall gescheit drauf passt. Worauf ich achten würde, ist, je mehr du natürlich weißt über deine Use Cases, desto mehr musst du evaluieren, was die jeweilige Komponentenbibliothek und Suite dir anbietet. Zum Beispiel bei dem Workshop vor 2 Wochen war es, glaube ich, Marco, da hat der Kunde dann gesagt, okay, wir haben diese und diese Anforderungen. Normalerweise haben wir, ich sage jetzt mal abstrahiert, Vendor A. Und dann haben wir uns was angeguckt und dann haben wir gemeinsam gesagt, okay, Vendor A passt hier gar nicht. Das war bei Windows Forms und WPF stark, aber jetzt hier eben nicht. Dann haben sie Vendor B genommen und dann haben wir in dem Workshop relativ schnell und relativ produktiv das auch umsetzen können. Also es hängt extrem viel von diesen Rahmenbedingungen und von den Anforderungen halt ab, wenn es allgemein um diese Komponenten-Suites geht. Und ansonsten, klar, Open Source ist natürlich viel agiler, viel aktiver. Da musst du gucken, welches du wirklich nimmst, welches Projekt du wirklich dann ziehst, dass da auch wirklich mehrere Contributors hinten dran sind, dass die auch wirklich Pull-Requests akzeptieren und anschauen, dass es halt also wirklich lebendig ist. Ja, und bei allen beiden, also sowohl Open Source als auch Commercial, ist wichtig, dass es eben kein Wrapper um eine JavaScript-Bibliothek ist, sondern dass es native Razor-Components sind, wenn es um diese ganze ja, Erweiterbarkeit, Performance-Optimierungsthematik geht. Okay. Der Matthias hat noch schnell eine Frage hinterhergeworfen. Artikel oder Buch, was den Einstieg in die Spa-Welt erleichtert? Es wäre alles neu für ihn. Oh. Ich mache mal Werbung in eigener Sache und sage, Matthias, in unserer Webinar-Seite solltest du jede Menge Zeug finden, was dich da ein bisschen abholen kann. Das ist natürlich nicht in Buchform. Dass du mal ein bisschen lesen kannst. Wie ist das Buch vom Chris? PWA umfasst ja auch den Spa-Teil auf jeden Fall. Naja, klar, aber das geht dann halt sehr, sehr stark auf die PWA-Features runter, auf die ganzen APIs. Ich glaube, das ist vielleicht nicht so wirklich passend. Das ist eine sehr gute Frage. Da ich selber und ich glaube auch bei uns sehr, sehr viele, wenn nicht gar alle Technologie-Leute sich nicht mehr über Bücher weiterbilden, sondern halt über ja, die Online-Medien, ist es tatsächlich ein Research und Development, sich die unterschiedlichsten Quellen zusammenzusuchen. Und ich habe jetzt dafür tatsächlich keine Antwort. Wir sind bei den Themen auch immer ein bisschen früh dran, weil wir fangen ja mit neuen Technologiethemen schon teilweise 2 bis 3 Jahre an, bevor das so in der breiten Masse ankommt. Wir haben immer gar nicht das Glück, dass es da schon Bücher gibt, sondern wir sind ja dann möglicherweise auch die, die dann die ersten White Papers und so schreiben. Aber ich kann gerne mal rumfragen, Matthias, vielleicht kann ich dir ein paar Tipps, die die Kollegen dann doch irgendwie haben, mal durchschicken im Nachgang. Ich schau mal. Gut, das müssen alle Fragen sein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Dann sage ich auch nochmal vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Danke an euch alle. Genau, danke die noch bis zum Schluss jetzt auch ausgehalten haben. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, tschüssi. Ciao.